Gut, Uli. Moin, moin. Alles klar? Perfekt. Wie war der Urlaub? Der Urlaub ist klasse, ne? Kann ich schon sagen. Hast du die Sonne mitgebracht? Ich habe die Sonne mitgebracht, eine ganze Woche mallorquinische Sonne. Läuft. Super. Ja. Was trinken wir heute? Heute trinken wir mal meinen Lieblingstequila. Ich glaube, davon hast du auch schon mal probiert. Da ist auch die Sonne drin, ne? Da kommt auch die Sonne raus. Ja, sehr schön. Was ist besonders an dem? Das Besonderste daran ist, dass es mein Lieblingstequila ist. Okay, gut, dann probieren wir das mal. Nee, er ist einfach schön rund. Tolle Vanillearomen. Ja, sehr schön, der schmeckt wirklich gut. Und ein bisschen Holz mit drin. Ich mag ihn. Gut, dann gewöhnen wir uns mal besser dran. Ja, wir reden über die Martinsgans. Genau, es gibt Gänse. Wir haben ja unsere Abholkarte, ja, die wir hier montags bis freitags anbieten und uns über die Bestellung freuen. Und dann haben wir jetzt noch einen draufgepackt, beziehungsweise du. Ich habe mir gedacht, wir müssen die Martinsgans machen. Also auf Gans wird nicht verzichtet dieses Jahr, nur weil wir geschlossen haben. Ja, nein, auf keinen Fall. Ich will eine ganze Martinsgans für zu Hause vorbereiten. Eine ganze? Was eine ganze Gans, 4,5 bis 5 Kilo. Mhm. Werde ich goldbraun machen, richtig schön saftig, daheim zum Wiedererwärmen. Rotkrautklöße dazu, eine schöne Maronenschü und ein bisschen Gänseschmalz natürlich für vorneweg. Ein paar Scheiben Brot von unserem Kümmelbrot. Und was gibt's dazu? Rotkrautklöße, Maronenschü und Gänseschmalz. Und dann gucken wir einfach, dass das richtig gut ankommt. Und gibt es da noch eine Vorspeise oder irgendwie, dass das so ein Menü wird, wenn man das möchte? Das können wir aus unserer Karte machen. Schöne Kürbissuppe vorneweg, ein Feldsalat mit Kartoffeldressing, unser Dessert mit Sanddorn und Nougat. Das kann man alles dazu bestellen. Aber unsere Gans an sich, im Ganzen für 4 bis 6 Personen, 128 Euro. Einen schönen Franzosen dazu als Rotwein. Wein gibt es auch dabei. Den gibt es dazu, eine Flasche Rotwein. Ist aus deinem Weinkeller. Ja, und dann schicken wir den einfach mal mit. Ja, dass die Leute so ein bisschen sehen, was wir dann Richtung Weihnachten noch zu bieten haben. Das ist so ein Starter-Rotwein, aber richtig, richtig gut. Und wann muss man das vorbestellen, wenn man die ganze dann haben möchte? Weil die haben wir ja nicht, die laufen wir jetzt nicht hier rum. Nee, so richtig hier rumlaufen haben wir sie noch nicht. Wir wollten so ein bisschen noch Vorbestellung machen. Schön wäre es, wenn man sie bis Montag bestellt hat für Mittwoch und am Mittwoch dann abholt und zu Hause sich warm macht. Na gut, man muss ja jetzt nicht die ganze am Martinstag essen. Ja, also nein, kann wir man haben ja jetzt eigentlich die ganze Zeit Gänse. Das können wir oder? Ab dem 11.11. ist die Gans bei uns im Haus. Mhm. Und wir haben schön selektiert. Es gibt tolle Gänse. Also 2 Tage Vorbestellung. Genau, würde ich schon brauchen. Ja, wunderbar. Und dann machen wir das so. Und die Leute sollen es einfach vorbestellen und schon können wir losgehen. Rotkraut kochen, Klöße rollen. Und das Finishing zu Hause machen. Sehr mit gut. Einer schönen Beschreibung dabei. Alles wird gut. Sehr gut, Uwe, da freue ich mich drauf. Perfekt. Und ja, wir können nochmal auf unsere Abholkarte hinweisen, die es, wie gesagt, auf unserer Webseite gibt. Ja. Und dann starten wir jetzt mal. Wir müssen durchdrehen. Alles gut, dann werden wir durch. Ich wünsche dir was, Uli. Ciao. Alles gut.